Ja, großartig. Dann packe ich ihn mit meinem Arm von hinten unter die Arme und setze mit kräftigen Beinschwüngen beide über die Wasseroberfläche zu befördern. Danke, danke, ich kann nicht schwimmen. Ja, er packt sich und greift. Wird dich auf alle Fälle beim nächsten Schwimmen ziemlich ja, nach unten ziehen. Und dann machen wir weiter mit Serpentinio. Möchtest du ein Held sein? Serpentinio kämpft um sein Leben und konzentriert sich währenddessen immer noch weiter auf seinen Schutz gegen Untote und flüstert einfach die Aktivierungsformel vor sich hin. Nimar makaro targonitot, Nimar makaro targonitot, etc., etc., etc. Also keine Schwimmprobe. Muss ich eine ablegen, um am Leben zu bleiben? Ja. Dann ja! Es ist die blutige See. Ich werde jetzt garantiert nicht, was denn schwimmen hier? Das ist nicht so gut. Ja, dann gehst du langsam selber unter. Du merkst, wie sich deine Kleidung vollsaugt, wie es nass wird, wie es kalt wird und wie die selige Umarmung dich nach unten ruft. Du kannst sogar ein kleines Beinchen spüren, was da wohl irgendwie neben dir. Nee, es ist eine Hand. Eine Hand, die dich nach unten zieht. Die trete ich aber mal kräftig. Ja. Komm zu uns nach unten. Hier ist Ja. es schön. Ich halte den Stab irgendwie nach oben, damit ihn niemand greifen kann und hoffe aufs Beste. Denn mehr hier wird nicht. Ja, direkt neben euch war ja auch noch die Drachentöter. Ihr könnt da jetzt auch wohl die Matrosen immer noch nicht sehen. Das Schiff ist immer noch geisterhaft verlassen, auch wenn sich der Nebel langsam aufklärt. Aber zumindest einige Leute von den Pionieren, die euch da jetzt irgendwelche Lanzen entgegenstrecken, damit ihr euch dann festhalten könnt. Tsunami, eine weitere Schwimmprobe bitte von dir. Möchtest du mich heldenhaft aus dem Schlamassel ziehen? Eigentlich ja, aber ist alles ein bisschen schwierig? Okay, die Schwimmprobe ist gelungen. Das Ich wiege nicht heißt. viel, keine Sorge. Ja, also du musst dich zumindest nicht mehr selbst über Wasser halten. Hasswolf hilft dir wohl auch, auch wenn er selber zwar stark eingeschränkt ist durch sein Auge, durch sein Bein, aber er kann dir helfen und Dann buxiert dich zum Schiff. ich weiß nicht, scheint der klar zu kommen? Nein, nicht wirklich. Der ist gefesselt, egal wie gut er schwimmen kann. Hattest du, ach, du hattest ihm die Fesseln auch gar nicht abgenommen, ne? Nee, das habe ich nicht geschafft. Also ich würde Siehste. weiter versuchen, mit steifen Fingern seine Fesseln zu lösen. Siehste, dann musst du das auch nochmal machen. Fesseln ist Fesselnprobe. Plus 4 dieses Mal. Ich dachte eben, das wäre die Doppel-1, aber Das war es nicht. reicht. Das reicht. Gut. Trotz den kalten, nassen Händen und dem ekelhaften Seil, was sich so ein bisschen in deine Hände schneidet, kannst du ihn dann befreien. Und wie gesagt, dann, kurz bevor du selbst untergehst, drückt er dich dann von sich weg und lässt dich dann an den Planken der Drachentöter hochziehen, hilft dir dann und auch den anderen. Guckt sich dann selber einmal um, ob er helfen kann und ja, schaut sich um. Abelmir. Ja, da ich das mit der Fessel nicht hinbekommen habe, würde ich jetzt ihn festhalten weiterhin und meinen Dolch ziehen, einaktionieren und die Fesseln durchschneiden. Ja, Dolchangriff plus 4. Ja, meine Erleichterung von 10 Punkten aus dem Armband gilt immer noch. Ja, Also wäre selbstverständlich, plus, stimmt. plus treffe ich auf die 16 mit dem Dolch. Ja, ist geschafft. Ja, dann werden die Seile von Netia von Perikum zerteilt und sie versucht selbst schlotternd. Sie sieht noch so ein bisschen bleich und duselig aus. Schafft ihr es alleine zurück zum Schiff? Ja, wird schon gehen. Na gut. Ich würde mich ihr mal einen kleinen Stoß geben in Richtung Schiff und mich weiter umgucken, ob ich weitere Leute retten kann. Im Hintergrund versinkt langsam eine leuchtende Kugel. Raffin, Also, würfel du mal. Moment! Moment, meine Kugel müsstet ihr auch sehen. Ich gehe gerade mit einem Oh, er hat einen Flimflam an. Sehr Flimflam, gut. Sehr gut. sonnenhell Raffin, unter. würfel du mal eine Schwimmprobe. Das ist erschwert, weil ich habe ja schon den guten Mann hier auf der Schulter. Ja, Etilios, hast du ja über die Schultern gelegt, wie er dich nach unten zieht. Aber er ist ganz leicht. Du hast schon mal gehört, dass Tote leichter wiegen, weil ihre Seele sie nicht mehr nach unten zieht.
Aber es gelingt dir, zumindest oben zu bleiben. Du kannst noch überlegen, du siehst, wie die Serpentilio nach unten gezogen wird, langsam, knochenschwer. Willst du ihn auch noch retten? Willst du einfach nur zum Schiff? Willst du Ithilius abliefern? Was tust du? Natürlich will ich den auch noch retten. Ich meine, ist ein Brabaki, ne? Ja, aber wir haben ihn ja jetzt ja schon für den bezahlt. Bitte, er ist mehr Hammer. Das macht ihn zu einem Ehrenallanfahrer. Bist du halbwegs in der Nähe? Dann würde Zulamin versuchen, dir Ithilius abzunehmen. Ja, ich bin 7 Meter von dir weg. Also der ist halt auch komplett ausgenockt, richtig? Also der ist halt nicht am Kämpfen, sondern Ithilius ist einfach. Es ist möglich, dass er schon in Maniordan ist. Also Serpentilius 4 Meter neben dir. Ja, also ich sammle jetzt Serpentilio ein und wenn ich dann Ithilius auch noch mittrage, dann gehen wir halt zu dritt unter und dann ist das eine gute Story. Ja, also Zulamin hat sich unvernünftigerweise wieder vom Schiff abgestoßen und ist in Richtung Serpentilio gepaddelt und wir treffen uns dann da zu viert, denke ich. Wie schön, dass wir eine leuchtende Boje haben. Ich bin nicht glücklich, hier über die leuchtende Boje zu sein. Okay, dann Rafim, würfel nochmal wieder eine Schwimmprobe plus 3, damit du die Serpentilio-Probe ausgleichst. Ja, natürlich. Das ist gelungen und dann kannst du dich an der Stelle halten, mit den Beinen treten. In der einen Hand hast du Ithilius, in der anderen kannst du Serpentilio packen. Dein Schraubstockgriff greift zu und lässt ihn nicht los, auch wenn er mit dem Kopf noch nicht unter Wasser ist, aber zumindest versinkt er nicht noch weiter. Er hält wohl immer noch die Kugel irgendwie in seiner Hand fest und versucht noch irgendwas mit Wasser im Mund zu murmeln. Ja, mein Ziel ist erstmal jetzt die beiden irgendwie in Richtung Schiff zu buxieren. Zulamin packt Serpentilio an der Robe, so an den Schultern, wenn Rafim ihn wieder nach oben befördert hat. Und dann ziehen wir ihn gemeinsam und sie schnappt noch zwischen 2 Mund voll Wasser. So typisch! Oh, es ist kalt! Oh, es ist kalt! Oh, es ist kalt! Voltax, du bist unter Wasser und ihr zieht dich nach unten. Du verlierst 2W6 Ausdauerpunkte. Alles gut, ich habe ja noch 16, also gucken wir mal, wie viel ich verliere. Maximal sind es 12, also alles easy. Ah, 4, komm, da bin ich noch bei 12. Das Ding ist, mir ist bewusst, dass wir ziemlich schwer sind. Auch wenn Zwerge eigentlich nicht einfach so sinken, sondern einfach nur nicht schwimmen können. Und schweren Herzens treffe ich jetzt eine Entscheidung, die sehr schwer für mich ist. Ich habe ja noch ein Objekt in meiner Tasche, das, uns vielleicht runterzieht und vielleicht ist das der Stein des Anstoßes. Deshalb nehme ich den Stein des Anstoßes aus meiner Tasche und lasse ihn in das tiefe Nass gleiten, um hoffentlich mit Angroschminia aufsteigen zu können, sodass wir jetzt weniger Gewicht haben und ich würde weiter nach oben versuchen zu schwimmen. Ich packe nochmal maximale Menge an ASP in meine Schwimmenprobe rein. Das sind 4 ASP, um 8 zusätzliche THW zu erhalten. Und um mich und Angroschminia zu retten. Ja, damit kannst du zumindest die 10 Meter wieder an die Oberfläche zurückkommen. Prustend und hustend kannst du dann wieder Luft schnappen. Der Nebel hat wohl wieder weiter aufgeklärt. Auch wenn er magisch war oder göttlich, du weißt es nicht. Aber du siehst, wie vor dir die Drachentöter auftaucht und weitere Spieße von den Pionieren, von den Maulwürfen nach unten gehalten. Diamantes. Deine goldene Balestrina ist eingesteckt. Du siehst wohl, wie der Smoothie selbst nicht schwimmen kann, aber er befingert dich. Während du ihn rettest, befingert er dich. Ja, dann umschließe ich meinen Griff nur umso fester unter seinen Armen herum, sodass ich ihn auch in seiner Bewegung einschränke, denn scheinbar kann er nicht wirklich schwimmen und ist auch keine Hilfe. Und mit kräftigen Schwüngen versuche ich uns irgendwie an den Rand der Drachentöter zu bringen, über Wasser, damit wir einen dieser Spieße greifen können. Ja, packt auch direkt zu und versucht sich erstmal festzuhalten, brustet dir noch irgendwie Wasser ins Gesicht, was du dann irgendwie aus Versehen verschluckst. Danke. Wenn wir wieder an Bord sind, machst du bei den Übungen der Dukatengarde mit. Wie kann man nur so verdammt fett sein? Ja, war ganz leicht, hast du das Gefühl. Wie ein. Leicht wie ein Schatten.
Gut, derweil, Abel, wenn du siehst, wie neben dir der Matrose an sich wohl selber befreit, brauchte da wohl gar nicht deinen Dolch. Und schwimmen kann er wohl auch ganz gut. Der brauchte keine Hilfe. Okay, ich hätte natürlich jetzt nur herabgetaucht und hätte ihn... Der kann beeindruckend gut schwimmen. Ich glaube, er war bei Netia, oder nicht? Ja, aber der Vollmatrose, der wohl neben ihm schwamm, war wohl neben Netia. Warum auch immer. Gut. Warum auch immer dieser Vollmatrose jetzt auch mitgefangen wurde, aber da habe ich jetzt keine Antwort. Und gucke nur um, ob alle gerettet sind und wird dann, falls ich keinen mehr entdecke, der untergegangen ist oder rumschwimmt hier, probiert auch mal an Bord zu kommen. Ja, kräftezehrend könnt ihr endlich an Bord eurer Drachentöter. Lasst euch nach oben ziehen. Die Dukatengardisten sind verschwunden. Ihr wisst nicht genau, wo die hin sind, aber... gemeinsam kommt ihr nach oben. Es ist kalt, aber euch werden Decken gereicht und dann steht ihr wieder an Bord. Angrosminia, verzeih mir, dass ich dich verletzt habe. Es tut mir so leid. Alles gut, danke für die Rettung. Sie haben uns angegriffen. Sie standen plötzlich in unserer Werkstatt und in unseren Rücken, haben angegriffen. Wir konnten uns gar nicht verteidigen und dann weiß ich nicht mehr, was passiert ist. Danke, Boltax. Aber meine Süße, ich hätte nie zugelassen, dass dir etwas passiert. Wir sind sofort aufgebrochen. Sie fällt auf den Arm. Ja, ich würde ihr einen sanften Kuss geben. Ich würde relativ unzeremoniell den Mann auf die Planken fallen lassen und mich nach meinen Dukatengardisten umschauen. Sind die an Bord? Nein, sind sie nicht. Dann springe ich wieder ins Wasser. Ich lasse mich in den Rücken an die Reling und murmle leise vor mich hin. Ich habe gesagt, es ist eine Falle. Versuche mich irgendwie mit der Decke ein wenig aufzuwärmen. Tolumin beugt sich über Itilius und dreht den mal auf den Rücken, um seinen Zustand zu begutachten. Itilius? Anatomie. Habe ich nicht. Dann kannst du ableiten, Heilkunde Wunden plus 10. Habe ich 3 Punkte drin oder so, aber kann ich würfeln. Ich habe sogar 7 Punkte drin. Wow! Itilius ist schwer verletzt. Du weißt nicht genau, was das für eine Klinge war. Keine geisterhafte Klinge, aber seine Knochen sind gebrochen an verschiedenen Stellen und das war wohl nicht der Grund für den Tod, aber er ist trotzdem schwer verletzt. Also, er ist verletzt und er ist tot. Beides, ja. Seine Seele wohnt nicht mehr in seinem Körper, er reagiert auf gar nichts mehr. Sulamin traut ihrer Kenntnis nicht so recht. Netia! Netia, schaut ihn euch an! Ich komm gleich, Moment. Ich komm gleich, etwas aus der Puste. Sie haben uns angegriffen. Es tut mir leid, es muss euch selbst auch schlecht gehen, aber seht doch Itilius. Ich komme, wartet. Ich glaube, er ist tot. Ja, sie fängt dann zitternd mit einer Decke um ihren Körper umschlungen an, sich neben Itilius anzuknien und nach wenigen Augenblicken schüttelt sie mit dem Kopf. Nein, er ist tot. Verzeiht. Lamin schlottert auch, ob jetzt wahrscheinlich wegen beiden, wegen der Kälte und dem Schock und starrt Nietzsche an. Also, ihr könnt auch nichts mehr für ihn tun, oder? Nein, ich kann die Wunden versuchen zu heilen, die hier beigefügt worden sind, aber nein, ich weiß nicht, was ich gegen eine solche Geisterklinge ausrichten soll. Es sind ja keine Wunden, die ich verbinden kann, oder das Göttliche wohnt nicht mehr in ihm, sodass ich die Seele wieder zusammen... Er ist tot. Verdammt. Lamin krallt die Fingernägel in die Planken. Und steht dann sehr abrupt auf und wendet sich von Nitya und der Leiche ab. Geht es euch gut?
Sie tritt auf Serpentilio zu. Es wird. Werden wir ernstzunehmende Verluste? Tilius ist tot. Aber dies ist bedauerlich. Er war offenbar sehr fähig in dem, was er getan hat. Seine Arbeit mit dem Geist von Havianna sprach ja schließlich für sich, nicht wahr? Rafim, wenn du in die eisigen, schwarzen Finsternis in die Tiefe tauchst, du wirst dort nichts erblicken. Nicht mal ein Geisterschiff, was man unter Wasser bestürmen könnte, es ist nichts da. Keine Toten, keine Leichen, keine Lebenden. Sie sind einfach weg. Ja, Rafim würde das trotzdem machen, bis er so erschöpft ist, dass er es nicht mehr kann. Nicht, weil es Sinn macht, aber weil es sind halt schon irgendwie seine Männer. Ja, vielleicht ist das der Moment, wo Zulamin an die Reling tritt. Rafim! Es hat keinen Sinn! Ja, das weiß ich selber. Ja, mit diesen Worten würde ich dann auch eine der Stangen greifen, die die Matrosen runterreichen und nach oben klettern. Naja, ich denke, sie sind alle tot. Das waren gute Männer, Rafim. Sehr gute Männer. Sie hätten nicht so sterben müssen. Ja, da gebe ich euch recht. Wer sagt denn, dass sie tot sind, Abenteuer? Das ist tatsächlich wahr. Sie müssen nicht tot sein. Was auch immer sie von uns wollten. Mich haben sie nicht umgebracht. Und verzeiht, dass ich das sage, Zulamin. Es ist, glaube ich, verständlich, warum sie einen Boroni umbringen, wenn sie Tote sind, oder? Wie gut, dass er keine Pferde dabei hatten, den hätten sie wahrscheinlich genauso aufgeschnitten. Ja, auch richtig. Sagen, ihr zählt nicht. Ich will damit sagen, dass wir zumindest, dass ihr zumindest die Leben der anderen Geweihten eingeschlossen wie ihr gerettet habt. Das will ich damit sagen. Aber wo? Etelius' Leichnam ist hier. Wo sind die Leichen der Dukatengarde? Nun, dort, wo das Schiff ist, nicht wahr? Das Schiff ist nicht zerstört. Wir werden es wiedersehen. Serpentilio, wollt ihr wohl mit mir kommen? Ich müsste euch ein, zwei Dinge fragen. Vielleicht in euer Alchemielabor, wenn ihr euch getrocknet habt. Oh, das ist eine hervorragende Idee. Ich habe noch den Brenner an. Rafim, Abenteuer, kommt hoch. Wir werden sie finden. Habt mal einen Vorteil auf. Ei, wir werden sie finden. Aber mir seid kein Narr. Ihr wisst genauso wie ich, dass sie tot sind. Dann werden wir ihre Leichen finden und ordentlich bestatten. Das schulden wir ihnen. Aber mir sei kein Narr. Ihre Leichen liegen da unten mit ihr. Dieses Schiff war nicht normal. Ich denke nicht, dass sie dort unten liegen. Ich fürchte, sie könnten Schlimmeres sein als tot. Naja, dann lasst uns für sie hoffen, dass sie nur tot sind. Und mit diesen Worten würde ich dann an den anderen vorbeistiefeln und in die Kapelle laufen. Ja, dabei wird Haswolf sich einmal den Smoothie packen am Kragen und dann auch zu dem anderen Vollmatrosen gehen, sie beide so ein bisschen schütteln. So, und warum haben sie euch mitgenommen? Ja, genau. Warum haben sie euch mitgenommen? Wie seid ihr denn überhaupt auf dieses Schiff gekommen? Haswolf, ihr wart doch noch auf... Diamantes! Das klären wir später. Nehmt die beiden erstmal in Gewahrsam und wir können sie später in der Offiziersmesse unter 12 Augen befragen. Na? Ich mach das alleine, knurrt Haswolf und schüttelt die beiden, sodass sie dann in seine Kajüte gestoßen werden. Wo ist eigentlich Lahal, Kasch? Ich bin hier. Ach, den Göttern sei Dank. Ich dachte, ich hatte schon befürchtet, wir hätten euch auch verloren. Nein, ich bin kein Zwerg, auch wenn ich so klein bin. Hey! Ihr habt doch keinen so prächtigen Bart, muss man ja ehrlicherweise sagen. Interessiert mich nicht. Was will ich denn jetzt von meinem Bart wissen? Ich konnte selber gut schwimmen. Das stimmt, das habe ich gesehen. Was hat mich einige Kraft gekostet?
Nun, Hauptsache ihr seid nicht ertrunken oder verschwunden, wie Rafims Männer. Wir sollten vielleicht wieder den Befehl geben zum Segel setzen und so. Auf jeden Fall. Der Nebel hat sich wieder verzogen, aber es ist bald Nacht. Wir sollten trotzdem von dir verschwinden. Kräfte erschöpft sind, dürfen wir nicht hier bleiben. Aber mir, ich übergebe euch wieder den Befehl. Bitteschön. Ja, es war nie anders, aber... Wenn ihr uns entschuldigt. Ich gehe mich erstmal abtrocknen. Ja, Serpentilio kommt mit. Diamantus, lass Segel setzen und nimmt Kurs hier auf Kunschum. Ihr habt's gehört, Männer. In die Seile. Wir verschwinden von hier. Segel setzen. Einen Kleidungswechsel später hat Serpentilio also den Brunsenbrenner dafür entfremdet, Tee aufzuwärmen. Ja, Bart Magus, ein beunruhigendes Ereignis. In der Tat. Ich habe es euch ja gesagt, aber ihr wolltet nicht auf mich hören. Aber genug davon, dass ich Recht hatte und ihr Unrecht, das ist jetzt nicht so wichtig. Nein, derzeit klärt mich auf. Was genau habt ihr gesagt? Na, dass da Geister kommen. Und niemand wollte es mir glauben und nun ja, ist ja auch egal. Natürlich. Es geht um Folgendes. Nun, Rafims Männer sind verschwunden, nicht wahr? Ja. Und ihr erinnert euch an das Gespräch, was wir unlängst geführt haben, nachdem wir aus der Domäne der Säuferin zurückgekehrt sind. Ja. Dass ich euch gestatte, in besonderen Situationen auf die Hilfe von, nun ja, Dingen zurückzugreifen. Sagt mir einfach, was ihr braucht. Nun, ich denke, dass ich in den persönlichen Habseligkeiten der Dukatengardisten, die noch hier auf dem Schiff vorzufinden sind, sicherlich so Dinge wie Haare, Fingernägel etc. befinden. Vermutlich. Und ihr könnt sicherlich den fliegenden Augenball rufen. Ich versichere euch, Bord Magos, dass ich dafür keine körperliche Komponente brauche. Nun, aber sie ist hilfreich, nicht wahr? Vielleicht. In jedem Falle könnte dieser fliegende Augenball die Dukatengardisten finden, ja oder nein? Was meint ihr? Ich wäre in der Lage, die Dukatengardisten aufzuspüren, solange sie sich in dieser Sphäre befinden. Das ist das, worum es geht. Allerdings, Bord Magos, brauche ich Zeit. Das ohne Frage. Ihr habt selbst gesagt, dass ihr nun am Rande eurer Kräfte seid und nun ja. Aber ich wollte Rafim jetzt auch nicht. Nun ja, wir möchten ihn einfach. Er hat so tapfer für uns gekämpft auf diesem Schiff. Ich versichere euch, wir werden alles in unserer Macht tun, um unsere Männer zurückzuholen. Nun, dann an dieser Stelle erteile ich euch offiziell die Erlaubnis, nehmt Proben von den Habseligkeiten der Dukatengardisten und versucht eine Aufspürung durchzusetzen. Es ich wird werde geschehen, mich, Bord Magus, aber vermutlich erst von Kunchum aus. Natürlich, ich werde mich indes den beiden Männern annehmen, die mit Haswulf gegangen sind. Ja, dies erschien mir ebenso merkwürdig. Ja. Ihr ruft mich, wenn ihr Hilfe braucht. Nun, ich dachte einfach daran, dass ich ihren Geist ergründe, ob sie nun wollen oder nicht. In der Tat kann ich euch hierbei allerdings wenig zur Seite stehen. Ich weiß, das ist aber auch kein Problem. Das kriege ich, denke ich, ganz gut alleine hin. Ich würde euch noch bitten, ihr habt doch noch einen von diesen Heiltränken, die nicht auf Würselkrautbasis sind, oder? Ja, hier. In letzter Ausgabe Zitianas Bestand. Oh, auch wunderbar. Dort werde ich neue beschaffen müssen. Nun, würde Ihnen eine herzförmige Flasche füllen und Angrosminia geben. Wäre das Verschwendung? Was meint ihr? Sie hat schon sehr gelitten, nicht wahr? Ihr bezahlt, Bord Magus. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Allerdings ausgezeichnet. Allerdings habe ich keine Flasche für euch. Nun, dann muss ich... Ach, scheiß drauf. Ich gebe ihn ihr so. Vielleicht male ich einfach ein hübsches Herzchen auf die Flasche. Dann wird sie wissen, von wem es kommt. Eine hervorragende Idee, Magus. Wenn ihr mich entschuldigt? Ja, selbstverständlich. Ich hoffe, ihr habt nicht zu viel Schaden genommen. Ich habe eure Schreie bis oben gehört.
Ich muss gestehen, den größten Schaden, den ich erlitten habe, ist jetzt den Rest des Tages mit diesem mottenzerfressenen Gewand herumlaufen zu müssen. Seht euch das an. Die Naht hier ist auch ungerade. Oh je. Ja, könnt ihr euch nicht vorstellen, dass ich so etwas tragen musste an der Akademie in Drabak? Derweil oben in der Kapitänskajüte ohne Serpentilio und Botox. Blomming ist wieder aufgetaucht, wärmer angezogen, als sie es üblicherweise ist. Sie braucht immer noch, um sich wieder aufzuwärmen. Wie sieht das aus, Kapitän? Wann erreichen wir Kunchom? Nun, vermutlich, wenn die Winde weiter so halten, spätestens am morgigen Tag, vermutlich. Ei, Kapitän, einen Tag noch. Ich habe mit Kapper gesprochen. Wollt ihr einen Weinbrand? Ich habe einen guten. Bin ich jetzt, wann dann? Ja, ein Schluck zum Aufwärmen wäre sicher eine gute Idee. Gut. Danke, Abelmir. Ich würde dann mal eine gute Flasche Weinbrand rausholen aus meinen persönlichen Beständen. Zwei Gläser oder drei Gläser und drei Gläser auffüllen und Sulamin und Diamant zu einem hinstellen. Ist Rafim auch da? Keine Ahnung. Ja, oder? Ich würde beten. Achso, gut, dann nicht. Nun. Das war sehr verlustreich. Wer hätte denn glauben können, dass Voltax wirklich die Wahrheit spricht? Warum musste es ja auch wie ein Wahnsinniger verkünden? Ja. Yeah. Ich habe ihm auch im ersten Moment nicht geglaubt. Er war richtig in Panik, das kennt man gar nicht von ihm. Vielleicht hängt es mit seinem Bruder zusammen. Ja, vielleicht. Ich wüsste wirklich gerne, was aus Rafims Männern geworden ist. Ich glaube nicht, dass sie einfach ertrunken sind. Ich glaube, wir werden sie wiedersehen. Ich fürchte, die dienen jetzt dem Verräter Rodan von Mendena, Dabonia. Habt ihr... Das war der Kapitän, nicht wahr? Habt ihr gegen ihn gekämpft? Ja. Und er löste sich plötzlich auf mit ihm, das Schiff. Verdammte... Was wollte er denn von Yalan? Eine lange und alte Geschichte. Wie ich hörte, gab es eine, nun ja, Auseinandersetzung mit der Admiralität. Ihr wisst, dass dieser Kapitän ein ehemaliger Admiral der mittelreichischen Flotte ist? Nein, ich hatte keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ihr euch wegen dieser Geschichte nicht in Pericum blicken lassen könnt. Nun gut. Kurz erklärt, die Admiralität in Pericom unter der Führung von Rodan von Dabonia verlangte, dass wir unser damaliges Schiff einer Dämonenarche ihnen unterstellen. Das konnten sie nicht zulassen. Und so sperrten sie Yalan und ein paar seiner ehemaligen Gefährten ein. Ich konnte zum Glück sie befreien, mit Hilfe eines befreundeten Markgrafen. Ja, davon habe ich gehört, aber wer ist dieser Mann, der Kapitän dieses Geisterschiffes? Nun, Rodan von Dabonia war ein ehemaliger Admiral der mittelreichischen Flotte und war ebenfalls in dieser Auseinandersetzung verstrickt. Offensichtlich ist er zur Gegenseite übergelaufen. Er ist anscheinend in Ungnade gefallen und nun suchte sich einen neuen Arbeitgeber. Ja, du hast deinen aventurischen Boten dazu gelesen, dass er wohl vor einiger Zeit ertrunken ist in einem Fluss. Oder so. Ich glaube nicht, zumindest dass der Kapitän damals, noch ist. Zumindest ist er damals gestorben und dass er jetzt als Wasserleiche oder als Erhobener wieder da ist, spricht natürlich Bände. Ich habe ihn in die Augen geblickt, als er vergangen ist. Als sein... geisterhafter Kopf zerplatzt ist und die Schreie, die ich gehört habe, können nur von einem Mann stammen, der direkt zu seiner Herrin gezogen wurde. Nun, ich fürchte, das ist nicht das letzte Mal, dass wir ihn sehen. Vielleicht können wir es beim nächsten Mal endgültig gestalten. Ihr nanntet ihn ein was? War er ein Geist oder... Ich nehme an, ein Paktierer, oder? Er ist ein Untoter, der vermutlich von Darion Paligan erhoben wurde. Aber was lässt euch glauben, dass wir ihn wiedersehen? Ich dachte, Diamantas hätte ihn getötet.
Nun, diese Gestalten haben das Vermögen, zu unpassendster Gelegenheit wieder aufzutauchen. Ich habe meine Erfahrung und etwas gesammelt schon. Ich nehme nicht an, dass seine Verschwinden bewirkt, dass ihr euch wieder blicken lassen könnt, Impericum, nicht wahr? Nein. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Aber wir haben noch eine weitere Rechnung mit Darian Paligan offen. 50 Männer verloren. Das wiegt schwer. 50, Kapitän? 50? Ich weiß nicht, wir hatten noch 50 Dukatengardisten, glaube ich. Wir hatten ein Halbbanner Dukatengardisten. Einige davon haben wir bereits in der Stadt aus der Tiefe verloren. Ich glaube, 2 an der Zahl waren es. Ich weiß nicht, wie viele sich noch auf dem Schiff befinden, aber 3 sind immer vor unseren Gefängnissen eingeteilt, zumindest solange wir Insassen haben. Und soweit ich weiß, sollte Ismaban dann noch sitzen. Sollten nicht auch und jemand 2 vor Canicidianas Zelle stehen? Ich hoffe doch. Achso, stimmt, ja, die sind auch noch da. Also die werden nicht abgezogen, wenn so ein Befehl kommt. Die sind auch noch da. Einer zumindest. Oh, und die 3 vom Magazin? Die 3 vom Magazin sind dann auch noch da. Also es sind halt alle Freien, die Abel mir rübergeschickt hat. Also haben noch 20 Leute. 20 Leute sind verschwunden. So, einer vor Canicidiana und du sagtest 3 vor dem Magazin. Stimmt, die habe ich da auch weggezogen. Die sind dann auch noch da. Die werden dann ihren Posten nicht verlassen haben. Achso, das ist da unten. Ja, ist jetzt gerade. Genau, die sind noch da. Also ein Fünftel. Na ja, gut. Ich habe das alles nicht richtig. Ich habe das alles nicht richtig mitbekommen, weil Boltax mich nach unten geschickt hatte. Mir war nicht klar, dass es so viele sind. Kein Wunder, dass Rafim so verzweifelt ist. Nun, es sind seine Verbindungen nach Lanfa, die uns diese Gardisten erst beschafften. Ja, und welche der wenigen an Bord, auf die wir uns wirklich verlassen konnten, nicht wahr? Alles sehr kompetente Männer. Verlust wird schwer wiegen. Aber wir werden keinen passenden Ersatz finden. Nun, ich fürchte auch.